Hey, ich bin Partykeks, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und willkommen zurück zu Space Engineers Keks Wars und ja, dass die Bohrer nicht gehen oder dass der Bohrer nicht geht, wenn natürlich die Gyros auf Steuerung über Brücken eingestellt sind, keine Ahnung warum, dann ja, wundert es mich auch nicht. Bane, auferstanden. Ja. Wir haben da vorne eine Sichtung. Ich weiß. Was nicht ich so geil ist. Was machen wir? Ja. An die Waffen? Ja, du siehst auch, dass da Warstation steht, oder? Ja, warte mal. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mir das was sagt, aber keine Ahnung. Ja, ich komme auch mit dem Zoom nicht nah genug ran. Ja, das habe ich auch schon versucht. Ah, dann müssen wir wohl erstmal näher fliegen. Ja, wir könnten in einem Bogen an den Asteroiden ranfliegen. Erstmal an unseren Asteroiden ran. Ja. Okay, dann machen wir das. Aber ich bin im Notfall im Geschütz, also. Schauen wir mal. Nicht, dass es uns wieder zerschrodet. Irgendwann müssen wir doch mal Glück haben, das gibt's ja nicht. Immer schön draufhalten. Was? Auf unseren Asteroiden? Ja, nee, das meinte ich nicht. Ach so. Mit dem Geschütz immer schön draufhalten. Oh. Geht noch. Was haben die eigentlich für Reichweite? Ich weiß es gar nicht. 800? 800 oder? Meter, ja. Steady Grid. Fangen wir an zu bremsen. 3 Kilometer, ja. Wow. Wow. Okay. Ja. Das ist was Größeres. Ja, weil... Es lädt. Es lädt. Oh mein Gott. Warte, halt, ich drehe mal in die Richtung. Ja. Boah. So. Halleluja. Ja. Warte mal. Das sind Geschütze. Aber das sieht mir nicht nach Kampfstation aus. Ja, das ist eine Schiff vielleicht. Ich weiß es nicht. Hinterm Asteroiden parken und so mal auf Tuchfühlung gehen? Ja. Warte mal. Ich leg erstmal einen Asteroiden ran. Ja. Muss mich erst dran gewöhnen, dass wir jetzt schneller fliegen können. Ja, das ist unglaublich. Vorsprung durch Technik. Gefährlich. Bis jetzt scheint sich da ja noch nichts zu rühren. Also, ich bin ganz froh drüber, wenn ich ehrlich bin. Ich behalte es im Auge, ne? Ist was. Was, wo? Was? Auf dem Asteroid. Eben hat es mir auch was angezeigt, aber. Grün? Nee, grün bist du. Wo ist da was auf dem Asteroid? Ich sehe nichts. 500 Meter. Können wir gleich mal hinfliegen. Bleib gleich hier dahinter stehen. Ich sehe nur meinen Ping. Ja, genau. Mein Ping. Ich habe auch meinen Ping gesehen, mein eigener. So, echt? Wir sind außer Sichtweite. So, mal aussteigen. Waffe. Waffe.
geladen und in Sicherheit. Oh ja. Halleluja. Achso, warte. Zusperren. Signal ausschalten? Ja, ich hab meins aus. Okay. Jeha. Boah. Okay, die Magnetschuhe sind echt nicht so geil. So. Achso. Ah. Ich sehe da die Markierung. Entweder gehen wir jetzt ran. Naja, was haben wir zu verlieren? Also. Okay, dann. Vollgas. Vollgas? Oh, da vorne der kleine Punkt. Ja, ich sehe den. Ich bin ja weitaus besser getarnt als du hier mal. Trotzdem noch alles ruhig. Naja, den Gedanken hatte ich auch. Was? Ich höre was. Ja, gar nichts. Doch, ich habe eben die Lackierpistole gehört. Ah, da. Wir sind, ja, Hoppe. Also, wir sind nicht allein, ne? Nein. Wo bist du? Neben dir. Wie können die uns... Hast du dein Signal nicht aus? Doch. Ist aus, sonst würdest du mich sehen. So, was machen wir? Fliegen wir ran? Ja, hilft nichts. Also, ich würde hier drüber laufen, aber... Ja. Da hinten ist eindeutig einer. Sie schießen zumindest mal nicht auf uns, das ist ja was. Schieß, öffne sofort das Feuer, wenn einer anfängt zu schießen. Ja. Da steht wo? Einer. Wo bist du? Nee, weil hinter dir. Okay. Ich zähle auf ihn. Achso, immerhin. Ja. Hallo? Hast du irgendwas? Soll ich es mit... Nee, soll ich es mit Französisch probieren? Hallo? Oh. Ah. Aua, das war laut. Ja. Seid ihr rein zufällig Gruppe 9? Ja. Warum? Wieso? Rechts ist noch einer. Ja, ich hab's gesehen. Der macht Sportübungen. Den behalte ich im Auge. Ja, warum fragst du? Hier gibt's keine gute Funkverbindung anscheinend. Ja, irgendwie nicht. Hallo? Hallo? Ja, warum fragst du? Wir waren über dem Trainingsplaneten stationiert und sollten das Training überwachen.
Und da wurden ein paar von Gruppe 9 ausgesetzt, soweit mir bekannt. Ja, das war unsere Gruppe. Schön, dass wir so viel Verstärkung bekommen hatten. Da unten hat... Das war die Hölle auf Erden. Ja, wir haben nur eine Nachricht der Kekskorb bekommen. Und zwar genau vom Hauptquartier. Wir sollen dort sofort beiseite springen. Es sind Feinde im Anmarsch. Es kommt zur Unterstützung eine verbündete Flotte. Mehr wissen wir aber auch nicht. Wir wurden dann auf direktem Befehl weggeschickt und sind jetzt vor ein paar Stunden erst hier angekommen. Okay, das würde zumindest mal die Flotte erklären, die auf dem Planeten in Einzelteile zerrissen wurde. Ja, das würde es. Bane? Ich trau der Sache noch nicht so ganz. Ja. Da aus dem fliegt mir da hinten einer alles so rum. Okay. Siehst du ihn? Nein, ich seh. Ah, da, ja, ich seh ihn. Das wären immer mehr. Ja. Ich halte ihn in Schach. Ja, du hast ja die Schnellfeuer, ne? Ja. Ja, was machen wir jetzt? Er fragt, was sie jetzt hier machen. Ihr habt aber jetzt nicht irgend... Was tut ihr hier? Also was sind eure Befehle? Warum wurde zu unserer Gruppe zum Beispiel keine Kommunikation aufgebaut oder dergleichen? Wir hatten den Befehl, die Gruppe 9 über alles Laufende weiter zu instruieren. Dadurch, dass uns aber das Kekskorb direkt Anweisungen gegeben hat, sollten wir auf schnellstem Wege, ohne irgendwas zu hinterlassen, direkt wegspringen, was wir dann auch getan haben. Und vor kurzem, wie gesagt, sind wir erst hier angekommen und hatten jetzt den nächsten Befehl erst vor kurzem bekommen, dass wir uns auf die Suche nach Überlebenden machen sollen. Da wir aber, wie ihr seht, nicht viel besitzen, wollten wir uns erst ein bisschen ausrüsten dafür. Okay. Nicht viel. Ihr seid besser aufgestellt, als wir das sind. Oder der letzte Rest der versprengten Gruppe jedenfalls. Okay, wir wissen halt momentan so viel wie, denke ich mal, ihr. Wir wissen halt auch nicht, was genau alles vorgefallen ist, nachdem wir weggesprungen sind. Wir haben nur gehört, es kommt eine verbündete Flotte und die soll das regeln. Und wir waren dann schon auf dem Weg zu dieser Position. Wir haben nur leichte Navigationsprobleme gehabt, wenn man so sagen will. Okay. Ja, von der Flotte ist nichts mehr übrig. Das haben wir selber miterlebt. Wir sind auch nur durch glückliche Umstände entkommen. Das ist wenigstens schön zu hören. Wir sind, wie gesagt, kurz bevor die Feindflotte angeblich da sein sollte, laut Uhrzeit sind wir schon zum Glück gerade 5 Minuten vorher weg gewesen und haben halt überhaupt nichts mitbekommen. Wir haben noch nicht mal verbündete Schiffe gesehen. Wir sollten eigentlich dort das Training überwachen und verbündeten Schiffen, die dort andocken, auffüllen. Aber Kekskorb sagte dann Abflug. Und jetzt, wie gesagt, warten wir auf neue weitere Instruktionen. Wir geben weiter, dass wir euch gefunden haben. Aber, ja. Okay, das heißt, wir werden wohl in Kontakt bleiben. Ich werde auch versuchen, dass wir vielleicht Verbindung mit dem Hauptquartier aufnehmen. Oder sie mit uns, wenn ihr sie informiert, dann werden die sich ja sicherlich bei uns melden. Ja, wenn ihr unten irgendwie etwas habt, wo ihr Signale auffangen könnt, wäre gut. Dann leiten wir einfach dann die Nachricht, die für euch bestimmt ist, direkt weiter. Wo kommt denn ihr genau her? Von Europa oder wo? Wir sind auf Europa gelandet, ja? Also gestrandet. Mittlerweile haben wir wenigstens die Grundversorgung aufgebaut. Das ist ja soweit schon mal schön zu hören. Ja, wir geben es weiter und würden dann weitere Instruktionen weiterschicken an euch direkt, dass ihr auf dem Laufenden seid, was das Hauptquartier so sagt.
Okay, gut, passt. Ihr habt aber derweil keinen Feindkontakt oder irgendwas gehabt, oder? Also, wir sind noch niemandem begegnet. Also, wir, wie gesagt, sind kurz, wir sind jetzt noch kurz da, so gesehen, seit kurzem, und wir hatten bis jetzt hier noch nirgends was gesehen. Nichts Feindliches, nichts Freundliches. Ihr seid jetzt so gesehen die Ersten, die jetzt wieder hier auftauchen. Okay, gut. Ja, ihr seid auch die Ersten, die wir treffen. Also abgesehen von dem Gesinde, was sonst hier so rumfliegt und sich Piraten schimpft. Aber okay, das ist gut zu wissen. Schön doch nicht alleine zu sein in diesem System. Wir haben schon, wir sind vom Schlimmsten ausgegangen. Das glaube ich dir gerne. Gut, dann... Ja, das glaube ich dir gerne, dass froh sein kannst, dass wir nicht alleine sind. Weil wir waren auch nur... Ja, ein Kollege liegt noch im Tiefschlaf. Der hat davon überhaupt nichts mitbekommen. Und wir sind gerade mal zu zweit. Okay, okay. Dein Kompagnon redet wohl nicht gerne, habe ich das Gefühl. Bei ihm ist leider der Anzug... Ich dachte nur, es ist... Ich dachte nur, dass es gerade nichts zu reden gibt. Ich wollte da nicht zwischen. Achso, okay. Ja, das macht natürlich keinen guten Eindruck. Das werde ich so ja, ans Hauptquartier weitergeben. Ja, danke. Ja, wir haben jetzt auch die letzten oder sind gerade dabei, die letzten Reparaturen abzuschließen. Dann sollte das auch. Ja, das, wie gesagt, ihr seid ja eigentlich relativ gut ausgestattet hier, wenn ich mir das so angucke. Wir haben das Schlimmste befürchtet. Wir hatten letztens schon ein Gefecht mit Piraten und das ist nicht so glimpflich ausgegangen und jetzt kam das Signal und ja, naja. Aber Gott sei Dank ist das ja jetzt ganz gut gelaufen. Ja, da kann man froh sein. Wie gesagt, wir hatten hier oben noch gar nichts weiter gesehen. Wir wollten jetzt demnächst auf Erkundung gehen, aber durch die Reparaturmaßnahmen sind wir noch nicht dazu gekommen. Bane, du kannst die Knarre ruhig runternehmen. Ja, gut, dann wir bleiben in Verbindung, weil wir waren auf dem Weg gerade Platin abzubauen und dann werden wir uns sicher wieder in Verbindung setzen. Natürlich. Wie gesagt, wir leiten es weiter an die Kekskorb. Wenn wir was kriegen, leiten wir es Richtung Europa weiter. Und dann hört man sich demnächst hoffentlich oder sieht sich. Davon ist auszugehen. Dann wünsche ich fröhliches Platin abbauen. Ja, danke. Und viel Spaß bei euren Reparaturen. Mal schauen, was das wird. Danke. Ja, gutes die werden wir haben. Puh. Rückzug. Rückzug. Puh. Also das müssen wir definitiv ans Hauptquartier melden. Ich kann mir das absolut... Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Also sei mir nicht böse, aber... So, das Wichtigste ist erstmal aufladen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, achso, ja. Das geht eh im Bohrer. Puh. Oder mache ich mal die Dockplatten ab? Ich denke mal, hoffentlich funktioniert's. Das ist das, was uns jetzt noch fehlt. Gewechselt zu Waffe Bohrer. Ja, ich nehme gleich das ganze Schiff mit. Jo. Platin. Wo war das jetzt? Ich meine, würden sie uns angreifen, wir haben so oder so keine Chance. Naja, hast du gesehen, was die an Haufen Waffen haben? Ja. Es könnte schon hinkommen, dass sie oben die Station waren. Also, so unrealistisch klingt's nicht.
Aber dann haben wir ja echt Glück, dass wir so nah beieinander gelandet sind eigentlich. Also siehst du, Gestein ist vielleicht auch keine schlechte Idee, ne? Ja. Ja gut, das nehmen wir hier automatisch mit. Also ich würde sagen, schauen wir mal, wenn wir zwei, also wenn jeder eine Fuhre mit hat, wie voll der Cargo ist, wir könnten Uran auch noch holen. Prinzipiell. Prinzipiell, ja. So. Ah, wir können ja andocken, wir haben ja einen großen Cargo-Container im Schiff. Eben. Und hier passt ja auch ein bisschen was rein, so ist es nicht. Sind wir da noch im Platin-Bereich? Ja, oh. Es geht aber tief rein, ne? Fräsen. Bis 43. Also wenn vorne 43 steht, ist er voll. Nur, dass du das auch weißt. Wenn vorne 43 steht, ach du Wenn vorne eine 43 steht, das sind dann... Warte... Ich sag's dir gleich. 430.000 Kilo. Ich denke mal, wir müssen auch wieder landen können. Ich glaube, wir machen am Rückweg einen Abstecher an der Station. Da steht ja noch ein Schiff. Ja. Müssen wir da ein bisschen umladen. Weil wir kamen ja eben schon schwer hoch. Ja. Ja, aber wenn der Cargo voll ist, dann kann er das ja auch tragen. Ja gut, wir können auch mit dem Bohrern so runterfliegen. Das ist ja nicht das Problem. Wenn die leer sind, ist das easy mit denen. Mann, da geht was rein. So. Ja, so lang können die noch gar nicht hier sein. Das letzte Mal, wir waren ja erst hier oben. Ja. Heftig. Ja. Ich glaube, beim Rest nehme ich noch Gestein mit. Das... Bisschen Schotter brauchen wir ja. Ich fräse mich lieber von Auer. Immer so stückchenweise. Ich habe gerade, dass das Schiff hängen bleibt. Ja, dann macht's boom. Das ist mit dem Tank hinten dran sicher lustig. Nicht, dass mir das nicht schon passiert wäre. Naja. Fräsen. Ja, Uran. Ja, dann, wie gesagt, danach nehmen wir einfach nur eine Fuge Uran mit und fertig. Das ist ja Gott sei Dank alles nicht so weit weg. So. Uran ist weg. 36 Kilometer. Ja, das ist ja gleich um die Ecke. So, ich bin gleich voll. Glaube ich. Geht da noch was, oder? 41.000? Ich bin jetzt gerade bei 20. Ja, ich gebe Gas. Ich will Spaß. So. Ja, ich glaube, ich bin voll. Boah, die fliegen sich hier tausendmal besser als auf... Ja. Nee, gut. So. Das ist der Nachteil an einem Planeten. Ja, es hat aber auch Vorteile. Ich weiß zwar gerade nicht welcher, aber es hat Vorteile. Naja, dass uns nicht jedes dahergelaufene Schiff angreifen kann. Also, das ist richtig. Gut, naja. So.